Diese Ads haben mich auch überzeugt, weil ich die einfach phänomenal finde. Warum? Warum ist das genial? Du kriegst alles gelöst. Also wie bestelle ich das, was? Alltagsstress wird gelöst. Auch die Ansprachen finde ich genial. Hey AdTalk und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute geht es um HelloFresh. Wir analysieren die ganzen Ads und gehen mal durch in der Werbebibliothek. Wenn dir das Video gefällt, dann schenk mir einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du weiterhin von mir lernen kannst und kein Video mehr verpasst. Wir steigen direkt ein bei HelloFresh und du siehst es ja parallel auf meinem Bildschirm, wie genial diese Ads sind. Also erstens, du siehst 112 Ergebnisse. Das bedeutet, in Deutschland haben wir jetzt gerade 112 Ergebnisse, Werbeanzeigen von HelloFresh auf unterschiedlichen Plattformen. Diese Plattformen, die erkennst du ja natürlich auf dem Logo hier oben, ob es auf Instagram ist oder ob es jetzt nur auf Facebook ist. Und was ich dir auf jeden Fall sagen kann, diese Ads haben mich auch überzeugt, weil ich die einfach phänomenal finde, welche Botschaft sie auch raustragen. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier die erste Ad analysieren. Wisst ihr, wo euer Essen herkommt? HelloFresh arbeitet mit ausgewählten deutschen Erzeugern zusammen, die Frisch und Qualität genauso wertschätzen wie wir. Eure Zutaten kommen immer frisch und auf nachhaltigen Weg zu euch nach Hause. Erfahre mehr in diesem Video. Und wenn ich dieses Video abspiele, hört mal selber rein. Mein Name ist Torben Urbach. Wir führen in dritter Generation den Betrieb Bernd Urbach Gemüsebau. Aktuell produzieren wir selber für Gümesinis die orangene Karotte, die gelbe Karotte, Schwarzwurzeln, Steckrüben und natürlich Kürbis für HelloFresh. Bei dem Hauptbetrieb Urbach Gemüsebau bleibt ein ganz Teil Gemüse über, zu großes, zu kleines, zu dickes oder zu dünnes, was wir uns überlegt haben aufzubereiten, zu schälen, zu würfeln, um den Kunden zu Hause fertiges Gemüse auf den Tisch zu bringen. Wir sind tagtäglich im Geschehen mittendrin, wir sind tagtäglich auf dem Feld, wir kontrollieren unsere Lager, wir kontrollieren die Schälproduktion, darum sind wir immer auf dem neuesten Stand, wie es unserem Gemüse geht. Die Kommunikation zwischen HelloFresh und uns gefällt uns sehr gut, alle sind freundlich, alle sind nett, also so stellt man sich einen Partner vor. Nachhaltig vom Feld bis zur Gabel, also diese Kernbotschaft hier von HelloFresh ist genial einfach. Es kommt einfach von Bauern zu dir auf den Tisch. Mega genial. Keine Wege irgendwie aus dem Ausland, wo diese Sachen künstlich angeschoben werden und du teilweise einfach nur eine schöne Frucht oder ein Gemüse isst, was aber voller Wasser ist und nichts dahinter. Und deswegen finde ich diese Kernbotschaft genial. Dann gibt es auch hier eine geniale Botschaft, das heißt, HelloFresh generiert ja auch nicht nur Ads oder erstellt nicht nur Ads mit irgendwelchen Gemüse oder Obst und so weiter, sondern sie machen auch rezeptfertige Sachen für dich. Das bedeutet die Zubereitung, du siehst es hier, Halloumi-Tacos, du siehst in diesem Video, dass du keine Gesichter gesehen hast. Die Kernbotschaften waren im Video als Textdatei, also als Text sichtbar. Du siehst in der Headline, also direkt das Gericht könnt ihr nächste Woche bestellen und HelloFresh leitet dann um auf deren Unterseite zu diesem Gericht, da gehen wir gleich drauf ein. Aber du siehst halt, du brauchst gar nicht viel Geld oder überhaupt gar kein Team dahinter, so eine Ad zu erstellen, denn du kannst selbst mit dem Werkzeug von Facebook so eine Ad erstellen. Facebook bietet dir im Werbeanzeigenmanager ein Tool, was für Werbeanzeigen Diashows generiert, Videos generiert, aus Bildern und dann kannst du genau solche Diashows, solche kurzen Videos selbst generieren, selbst erstellen. Also mega genial mit Kernbotschaften. Wenn du jetzt auf diese Unterseite klickst, dann kommst du auf diesen Wochenplan, den ich übrigens phänomenal finde, wirklich. Weil du hast die Classic Box von HelloFresh
Und hier findest du auch Gerichte und die Zubereitung. Wenn du da drauf klickst, zeigt dir HelloFresh, was brauchst du für Zutaten, also Zwiebeln, Knoblauch, Petersilie, Basmati-Reis und so weiter. Und dann kannst du das alles zubereiten. Das heißt, du kannst so eine Kochboxen ansehen. Das heißt, du kannst so eine fertige Box direkt bei HelloFresh bestellen und dann selbst zubereiten. Sehr, sehr einfach. Wenn du jetzt sagst, ich bin Veganer, ich habe eine Familie, dann gibt es hier Family-Boxen oder Veggie-Box. Und das ist auch einfach mega genial, denn du sparst einfach Zeit. Wenn du jetzt sagst, dieses hier überbackene Penne, die gefallen mir, ich klicke da drauf, dann siehst du direkt, wie es erstellt wird, welche Zubereitung du brauchst und wie viel Zeit du brauchst für die Erstellung. Und du kaufst dir einfach eine fertige Box, die vegetarisch ist. Also wirklich genial. Warum? Warum ist das genial? Du nimmst einfach die Zeit weg. Du nimmst einfach dem Menschen nicht so viel Zeit weg, sondern du gibst ihnen komplett eine Lösung auf den Tisch mit einer fertigen Box, die er bestellen kann. Dann, wo wir jetzt aber zurückgehen, auf diese Anzeigen. Es gibt sehr, sehr viele Anzeigen, die nicht immer eine Call to Action haben, sondern eher Reichweite generieren. Okay? Weiteres Ansehen und also es gibt sehr, sehr viele, zum Beispiel hier die wichtigsten, das Wichtigste vergessen. Ruth Moschner zeigt, wie entspannt Kochen geht. Und Ruth Moschner ist einfach die Influencerin von HelloFresh, jetzt in diesem Fall bei dieser Ad, und zeigt dir einfach, wie Zubereitung mega einfach funktioniert. Und Tschüss Alltagsstress ist der Hashtag von HelloFresh bei dieser Aktion. Auch phänomenal, weil jeder weiß, wie es ist. Ich muss das einkaufen, dann habe ich das vergessen, dies vergessen. Und so kannst du dir das alles vorbestellen. Dann wird natürlich alles beachtet in den Videos, in der Kernbotschaft, mit der ruhigen Musik darunter, entspannt, ja. Und auch alle Lerntypen, also warum, wie, was und was dann und also welche Botschaft alles mitgegeben wird, die braucht auch dein Kunde. Ja, das heißt, du kriegst alles gelöst. Also wie bestelle ich das, was? Alltagsstress wird gelöst. Wenn du da draufklickst, weiteres Ansehen, kommst du auf diese Packung, die du dann direkt bestellen kannst mit Ruth Moschner und dann hier Classic Box auswählen, Veggie Box auswählen und dann steht da ab 4,25 Euro pro Portion. Mega genial. Hier zu den Ads nochmal. 112 Ads ist nicht wenig. Hier auch vielleicht ein kleiner Lifehack für dich, den ich dir jetzt schenke. Du siehst, in der Werbebibliothek, sehr schöne Sache, haben viele nicht auf dem Schirm, gibt es immer wieder Rabattcodes fürs Retargeting. Das bedeutet, deine Dinner Goals hier, ne, dann mit 3 Punkten. 3 Punkte ist übrigens diese Checkpoints, ist das Beste, was du machen kannst. 3 bis 5 können wir uns sehr gut merken und dann eine Call to Action: Bestelle jetzt dein HelloFresh Kochbox. Ja? Also bestelle jetzt deine HelloFresh Kochbox. Und das sind Sachen, die kann man sich sehr schnell ja einprägen: deine Dinner Goals und das Wichtigste, jetzt 40 Euro Rabatt. Diese Rabattgutscheine sind sehr oft Gutscheine im Nachlauf, im Retargeting. Das bedeutet, wenn der Kunde einmal auf der Ad schon war, einmal ein Video von HelloFresh gesehen hat oder auch auf der Landingpage war, dann geht man im zweiten Schritt mit einem druckvolleren Mittel und mit einem Lockmittel natürlich da rein in Form von ja, Discounting, also Gutschein, und sagt, hey, wir geben dir einfach 40 Euro Rabatt. Und der ein oder andere wird sagen, hey, das ist cool, muss ich jetzt abwarten? Nein, du kannst auch in die Werbebibliothek gehen und einfach diesen Rabattcode hier herausklicken. Das gibt es übrigens auch bei ganz vielen Modeshops hier als kleiner Tipp für dich. Du musst dann nicht irgendwie 10, 20 Tage warten, bis die im Retargeting dich wieder anspielen, ja, oder bespielen, sondern du gehst einfach in die Werbebibliothek, suchst dir diesen Rabattcode raus und hast hier einen mega Vorteil, dass du einfach sagen kannst, ey, ich gehe jetzt hier rein, ja, bestelle meine erste Box mit 40 Euro Rabatt. Also auch genial, okay? Sonst, wenn ihr euch wirklich hier als Muster mal diese Ads anschaut, werdet ihr eine Sache feststellen: diese Bilder sind sehr farbkräftig, also sehr lebendig. Das macht, also diese Gerichte, die du da siehst mit der Box,
mega gut gemacht, wirklich. Also ich habe lange Zeit nicht so gute Ads gesehen in diesem Bereich und HelloFresh hat es auf jeden Fall verstanden. Mit den ganzen Platzierungen hier für Swipe Up, für Instagram, für die Stories, also wirklich sehr gut gemacht. Okay, so viel dazu. Wenn du der Meinung bist, es gibt noch andere Botschaften oder irgendwelche Kernbotschaften, die ich vielleicht vergessen habe oder auch, wo du sagst, hey, das haben sie gut gemacht, ja. Auch die Ansprachen finde ich genial. Es gibt sehr, sehr viele Facetten von Ansprachen. Also die Headline ist sehr, sehr entscheidend in diesem Bereich, wo sie auch schreiben, hier vorne, Kühlschrank leer, Fragezeichen, jetzt die HelloFresh-Box bestellen und frische Zutaten und einfache Rezepte liefern lassen. Also auch diese Ansprachen sind genial, weil das sind die typischen Bilder, die wir im Kopf haben, wenn wir einen Kühlschrank aufmachen. Hauptsache, da ist irgendwas drin, was ich gebrauchen kann und was ich natürlich nicht vergessen kann. Also was ich nicht vergessen habe beim Einkaufen. Und diese Sachen, das machen die sehr gut, ja. Mit diesen ganzen emotionalen Sachen spielen, mit schmackhaften Bildern, sehr, sehr aussagekräftigen Bildern, schöne Farben. Also ich habe jetzt schon Hunger. In diesem Sinne, ich würde mich freuen natürlich, wenn du sagst, hey, da sind noch diese Sachen drin, diese Sachen. Viele in meiner Masterclass kennen das. Wir gehen auf alle Lerntypen ein mit W-Fragen. Und ich würde mich freuen, wenn du natürlich auch einen Kommentar dazu hinterlässt, wenn du sagst, ich könnte mir vorstellen, dass das noch vergessen wurde. Oder du hast vielleicht noch eine Idee für mich, was ich noch ansprechen könnte. Schreib es in die Kommentare. Ich antworte gerne darauf. Wenn dir das Video gefallen hat, dann share es doch bitte. Sharing is caring und es unterstützt vielleicht andere, damit sie auch von mir lernen können. Schenk mir doch einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Hier geht's übrigens zum nächsten Video. Und denk dran, du bist nur eine Ad entfernt.